Ein riesengroßes Halli und Hallo aus meinem Esszimmer, Ingrids Küche, Patrizias Esszimmer und Christine, wo sitzt du? Im Im Wohnzimmer. Wohnzimmer. Wir beschäftigen uns heute mit der Folge Nummer 12, die da heißt Lallybroch, in Deutsch wie in Englisch. Sehr einfach für mich heute. Ja, Patricia ist dabei, da freuen wir uns schon mal ganz arg. Dann wollen wir doch gleich mal anfangen. Und ich fand gleich die erste Szene schon so wirklich schön mit den Flugzeugen und dem 245 Jahre alten Mann auf dem Pferd. Wie ging's euch? Ja, das natürlich nach dem Geständnis von Claire, Jamie neugierig war, was da nun alles in der Zukunft passiert und so weiter, und er sie ausfragt. Sie haben ja nun auch einen langen Ritt nach Lallybroch vor sich, ist ja verständlich, aber ich finde seine Reaktion so goldig irgendwie. War doch sehr nett. Ja, er ist ja sehr wissbegierig und saugt ja die Informationen, alles das, was Claire ihm so erzählt, auf wie ein Schwamm. Und wie er dadurch in den Himmel schaut mit diesen Flugzeugen, er kann sich das ja echt nicht vorstellen. Das ist ja für ihn wie, ja, eigentlich unvorstellbar. Da fragt er dann auch noch, ob die denn so flattern oder so, ne? Also es war schon, ja, doch, war gut. 10.000 Meter hoch. Naja, gut, wer kann sich das schon vorstellen in dem Jahrhundert, ne? Nee, Also gar das ist keiner. klar. Aber ich fand die Idee mit den 245 Jahren, fand ich echt putzig, weil so musste man jetzt ja erstmal rechnen, wie alt er eigentlich tatsächlich ist. Er hatte ja gestern Geburtstag gehabt. Ja. Jamie gestern und wie alt ist er denn jetzt eigentlich geworden? 200. 94. Ach, sieht aber noch ganz gut aus dafür. Ja, hat sich gut gehalten. Ja, in der Folge haben wir jetzt ja relativ viele Flashbacks gehabt. Fandet ihr die so nötig oder fandet ihr die unnötig? Wie ging es euch damit? Weil ich habe da verschiedene Meinungen gelesen, insgesamt in deutschen wie in englischen Foren. Also, ich finde sowas eigentlich immer ganz nett. Es lockert Folgen auf und es bringt ja auch immer wieder so seine, ja, ihm wird es ja auch so gehen. An ihm geht es ja auch nicht spurlos vorbei. Jemand, der sowas durchgemacht hat, der lässt es nicht einfach hinter sich und träumt da nicht nachts von oder sonst irgendwas. Und was ich, das habe ich gestern auch in meinem Review geschrieben, was ich toll fand in der Szene. Die waren ja am Anfang bei dieser Auspeitschung oder mit Blackjack auch in Schwarz-Weiß gehalten. Und dass nur das Rot dieser Rotröcke eben farbig war, das fand ich eine tolle Idee. Fand ich richtig gut. Ja, so gut wie schwarz-weiß, stimmt. Ziemlich. Das kommt aber, Ja. glaube ich, auch später dann nochmal. In der Folge Ja. kommt es dann nochmal, dass es Genau. dann diese Farbunterschiede zwischen heute oder und dann Flashback halt dann ist. Es sind ja immer seine Erinnerungen, die ihn dort einholen. Er bringt dann jeden Blickwinkel, den er dort hat, mit den Geschehnissen in Verbindung, die ihn dort eben getroffen haben und die seine Schwester getroffen haben. Und ich denke auch, das spielt auch damit rein, um dieses ganze Drumherum, da dieses Feeling in Lallybroch, wo sie jetzt wieder zu Hause sind, um das eben wieder zu spiegeln. Und er hatte ja auch ein bisschen Angst, nach Hause zu gehen, aber er wollte, aber trotzdem war er sich nicht sicher, wie ihn dort alles, was ihn dort erwarten würde. Und wie gesagt, diese Erinnerungen, die haben sie ihm sehr gut in diesen Sepia oder Schwarz-Weiß oder wie auch immer dort reingesetzt und die hasserfüllten Red Coats in ihren roten Farben, ja. Es spiegelt halt auch viel vom Emotionalen dann halt auch wieder. Ja. Auch gerade diese Flashbacks halt. Ja, schon. Ja, stimmt. Also, uns vier waren sie dann quasi nicht so viel, wenn man das jetzt mal so. Nein, Nein. nein, Gut. nein, Nur mal, um nicht. das auf einen Nenner zu bringen. Ja, Lallybroch selbst, hat man ja schon mal in den anderen Folgen gesehen, sieht ja ganz, ganz klein wenig anders aus wie beschrieben in den Büchern. War auch irgendwie groß diskutiert, was ich nicht verstehe, weil das Häuschen, was da steht, ist eigentlich so wunderschön und das passt irgendwie trotzdem so gut, dass ich diese Diskussion nicht ganz nachvollziehen kann. Ja, sind wir da auch einer Meinung? Also, ich finde auch. Also, es soll ja doch schon ein Herrenhaus sein. Er ist ja schließlich Laird oder auch sein Vater, und er sagt ja auch, sein Vater hätte da sein ganzes Schweiß und Blut und Arbeitskraft reingesteckt. Und es soll ja was darstellen.
Und es sind nur mal die Herren auf dem Land. Es ist halt so, ne? Ja, genau, das ist das Haus des Laerts. Er braucht nicht so eine Festung wie Buglioch, aber es ist eben das Haus des Laerts. Und wir haben ja auch gesehen, dass dort Bedienstete sind und die müssen ja auch alle in dem Haus untergebracht werden. Die können ja nicht irgendwo in Stall und Scheune schlafen. Wichtig für mich war eben, dass eben das Haus so dargestellt wird, dass eben alle dort eine Zuflucht finden und dass auch der Turm da ist, der ja diesem Ganzen auch seinen Namen noch gibt. Ne? Das war auch sehr schön, dass der gleich mit eingeblendet war. Ja, das fand ich auch, ja. Also sie hätten da nicht eine kleine Hütte hinstellen können oder so ein kleines Einfamilienhaus. Das hätte überhaupt nicht gepasst. Von daher muss es schon so ein großes Gebäude dann auch sein, wo, wie Ingrid sagt, alle drin wohnen auch. Ja. Bevor wir mit den sturköpfigen Frasers weitermachen, eine Runde Awe, bitte. Der kleine Jamie, dieser kleine süße Jamie, der ist ja, also der Sohn von Jenny und Ian, ist ja so süß. Der ist wirklich süß. Ja. Also der und der kleine Roger zusammen. Oh, sind die nicht putzig? Die sind echt süß. Das ist meine Mama. Wie castet man so kleine Kinder? Das muss doch auch, weiß nicht, geht es da nur nach dem Aussehen? Ich meine, man kann ja noch keine Texte aufsagen lassen oder sonst was. Aber ich finde es immer, ja, es war, hat gepasst jetzt auch, ne? Also der ist ja so süßig und ja. Ehrlicherweise weiß ich das gar nicht. Also ich weiß, bei GZSZ sind ja auch Kinderdarsteller mit dabei und da improvisieren auch die Darsteller drumherum ein bisschen. Das heißt, wenn er irgendwie was sagt, dann gehen die da schon mal mit drauf ein, aber wie das jetzt bei so einer historischen Serie ist, weiß ich nun wirklich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es oftmals auch die Kinder von den Schauspielern sind. Also ich weiß es vom kleinen Hobbit zum Beispiel, die Kinder wurden, da waren auch die Kinder von dem einen Zwerg, haben die Kinder gespielt. Mhm. Ja, die wissen also, dann ja schon, was Papa und Mama machen. Dann ist das genau, die sind, so öfters, ja dann auch mit an den Sets, wenn die Eltern drehen und von daher kennen die das auch schon. Sind damit vertraut. Also ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus auch Kinder von Schauspielern oder Mitarbeitern sind, die dann damit spielen. Spielerisch ist eigentlich, ne? Ja. Ja. Kinder kriegen das von klein auf hier mit. Das stimmt, das stimmt. Das sehe ich jetzt beim Tanzen auch immer wieder. Die tanzen dann an der Seite schon mit. Und genau. Ja. Wir haben da zwei dickköpfige Frasers. Ich habe mich auf die Szenen gefreut. Es ist nur schade, dass Jamie kein Geld anhatte und Jenny das mit den Eiern erzählen musste. Ich hätte das echt so gerne gesehen, aber... Ja, dieser Streit war natürlich vorprogrammiert, nachdem Jamie natürlich dachte, was er zu gehört gekriegt hat. Und letztendlich, er hat lauter Gerüchte auf die Nase gebunden bekommen. Und dass Jenny sich natürlich behaupten muss dagegen, gegen diese Vorwürfe, war auch klar. Aber es war wirklich ja richtig, ein richtig schöner Streit. Ja, also Jenny hat ja Haare auf den Zähnen. Finde ich klasse. Aber es ist genau so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Also die, wie heißt sie, Laura Donnelly, die verkörpert die so toll, die Jenny. Also es ist genau meine, wie ich sie aus dem Buch hatte. Genau so. Und ja, zwei Frasers treffen aufeinander und jeder meint, er hätte recht. Aber toll. Und doppelt so viel Recht wie der andere. Natürlich, natürlich. Mindestens. Ja, also ich finde die Rolle der Jenny auch super besetzt. Es ist auch eine der wenigen, wo ich gleich von Anfang an eben gesagt habe, das passt ja wie Deckel auf Eimer oder... Nee, sag ich nicht. Wir wissen es. Aber wirklich unbesehen, wie sie dann gleich eingestiegen ist und war schon toll. Manchmal denkt man so an seine Zeit zurück, wo man etwas jünger war und mit seinen Geschwistern auch diesen Trouble hatte. Ja, aber so als Erwachsene hat sich das ja alles nachher gelegt. Aber da, die waren so richtig schön. Sie hat auch eine spitze Zunge. Eigentlich ist er das ja gewohnt von seiner Claire. Aber dass sie ihm nun so kommt, Und wo er schließlich der Lehrt ist, ne? Also, er muss da erstmal aufräumen. Es war nicht ganz einfach gewesen für ihn, aber ich habe ihn ja schon so ein bisschen bedauert mit seiner Schwester. Aber nur ein bisschen. Ja, bei dem Twitter-Event gestern hat sie ja erzählt, dass sie ja ursprünglich auch für die Claire gecastet worden ist, also für beide Rollen. Mhm. Sie hat zugegeben, dass also die Kate absolut
besser für die Claire besetzt worden ist. Und fand ich irgendwie eine nette Geste bei ihr. Ja. Vor allem wie gestern, ja. Ich meine, klar, optisch. Ich meine, erstmal hat sie dunkle Haare, ist eine Frau. Ist klein. Und, ja. Ist klein. Ja. Ja, dann haben wir noch ein paar Nebendarsteller, die mir sehr gut gefallen haben. Da waren noch Hunde. Ich fand die klasse. Die machen das irgendwie so richtig lebhaft. Ja, das war beim Intro gleich am Anfang. Das fand ich so toll vor dem Kamin. Mhm. Da dachte ich so, die bewegen sich gar nicht. Gut, der eine wackelte dann mal mit dem Ohr. Nee, aber auch so, das Ganze durch die Folge. Es gehört dazu. Es ist so, ja. so dieser wie du sagst, Nebendarsteller. Aber es macht das Ganze so authentisch. Ja, es gibt einfach mehr Leben. Ja. Ja. Im Buch wird er ja auch begrüßt von den Hunden, die ihn dort erkennen. Und Claire sagt dann noch so einen ganz tollen Spruch im Buch, eben, wo sie sich dann alle dort im Dreck wälzen. Ne? Aber wahrscheinlich lässt sich sowas auch mit 3-4 Hunden schlecht machen, denke ich mal. Ja, also ja, wir haben das ja immer, dass ein paar Sachen nicht so umgesetzt werden können einfach, egal ob wir sie vermissen oder nicht. Also manche Sachen gehen halt einfach nicht. Ja, ja. Das letzte Mal habe ich übrigens, glaube ich, 25 M's von mir rausgeschnitten. Mal gucken, wie viel es diesmal werden. Wollt's nur mal anmerken. Dann sind ja alle erstmal, nein, wir haben jetzt, Ian kommt ja auch noch. Ian, ha, den hätte ich beinahe vergessen. Meine Zettel sind nicht vollständig. Ian kam um die Ecke und hat die Frasers ein bisschen besänftigt. Also eigentlich mehr Jamie, der dann ja erstmal das erste Mal von Ranzen geschmissen bekommen gekriegt hat, dass er Unrecht hat. Ja, wie gefällt euch Ian? Also, er wird ja schon im Buch als der Ruhepol, also der Gegenpol eigentlich zu Jenny dargestellt. Und ich finde, der Mann ist perfekt dafür. Ich habe so ein paar Sachen gelesen, die sind so enttäuscht von ihm, auch vom Aussehen und so weiter. Aber ich denke, er verkörpert das. Er ist Kriegsinvalide, aber trotzdem aktiv, hilft ja überall mit auf dem Hof und es ist sicherlich mit seiner Prothese da, das was ja nur eigentlich ein Holzbein war damals, nicht angepasst, das muss man sich mal vorstellen und so. Also ich denke, er bringt es gut rüber, so wie es eigentlich sein soll. Ja, also ich finde ihn auch gut besetzt, er stellt das auch sehr gut dar. Er ist dort dieser ruhende Pol, denn wenn 2-3 Leute sich ständig aneinander reimen, das kann nicht funktionieren. Und er ist dann sicherlich auch derjenige, der, wenn es dann mal überläuft, dann auch mal richtig. Das hat er ja auch Claire zu verstehen gegeben, mit diesem richtigen Arschtritt. Ne? Ja, zweiten, ja. Ja. Patricia? Ich finde ihn auch toll besetzt. Also, find's klasse. Find's schön. Also, ich kann ehrlicherweise ihn gar nicht mit meinem Buch Ian vergleichen, weil mein Buch Ian kein Gesicht und keinen wirklichen Kopf hat bei der Vorstellung. Er hat zwar durchaus eine Mimik, also daher bin ich da sowieso völlig frei. Ich habe aber daher auch gar kein Problem mit den anderen Darstellern, weil sie einfach, Fakt, wenn ich lese, alle kein wirkliches Gesicht und sowas haben. Ja, dann sind wir im, nennt man das, Salon? Kaminzimmer? Keine Ahnung. Also wir sitzen alle beieinander, brav. Und dann kommt ja diese Situation, wo Jamie Claire erstmal mit ins Nebenzimmer nimmt, um sie ein bisschen zurechtzuweisen. Ich dachte im ersten Moment so, boah Junge, hast du denn nichts gelernt? Tatsächlich. Aber im Grunde genommen sagt er dann ja, komm, du musst mir jetzt hier vertrauen und es ist meine Zeit, wo wir jetzt hier sind. Und eigentlich hat er da die Kurve für mich dann auch wieder sehr gut gekriegt gehabt und auch Claire hat das ja ganz gut verstanden. Aber eigentlich so eine winzige Szene, aber unwahrscheinlich wichtig für den Rest, fand ich. Es ging ja nur darum, dass Claire ihn gebeten hatte, vor Ian und Jenny, dass er sich doch bei Jenny entschuldigt. Und das hat natürlich bei Jamie, wie kann sie ihm bloß bloßstellen? Klar. Sie als Frau. Sie als Frau. Ja. Und dass er da zuerst so von wegen so ab ins Nebenzimmer, dass Claire noch so brav hinterherläuft, das hat mich doch gewundert. Die hätte doch eigentlich fluchen müssen wie ein Rohrspatz. Natürlich. Und zwar aber auch gleich auf der Stelle. Vor allem. Aber wie du sagst, es ist ein anderes Jahrhundert und ich fand das auch gut, ne? Also, dass er nochmal so eine Kurve gekriegt hat. Ne?
Ja, ab und zu mal sei ihm so ein Anfall von Machotum halt ne, zugestanden. Er wird ja immer wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Es ist ja nur nicht so, dass er sich dann voll entfalten kann. Ne? Er kriegt in der Folge ja ein bisschen Deckel. Öfters. Ja, wird wieder passrecht gemacht. Doch, war schön. Schon wieder eins? Wir können ja jedes Mal, wenn ich M sage, trinken. Slanjima. Dann kommt eine Rückblende über den Tod vom Vater, was ich sehr gut fand, dass die mit drin war, so wie sie drin war. Und wir lernen ja, da fällt mir ein, ich habe eine Szene verpasst, immer mal gleich. Also wir machen erst den Tod vom Vater, dass der mit drin war und auch dieses Angebot vom Jack Randall, dass Jamie nicht mehr die zweite Auspeitschung genießen darf. Ja, wie gefällt euch der Vater von Jamie? So habe ich ihn mir eigentlich auch vorgestellt. Er hat ja nur einen kurzen Auftritt. Also er hat ja schon mal in einer Folge so ein Flashback, hat man ja schon mal bemerkt. Und ihr wisst alle, Jacke. Da war sie. Da war sie, genau. Und ja, es ist für ihn schwer. Ne? Also er weiß ja nun nicht, was Randy seinem Sohn für ein Angebot gemacht hatte, aber es ist schon heftig, ne? Also bei seinem Sohn, also er denkt ja, Jamie ist tot, er ist zu Tode gepeitscht worden, ne? Und ja, da macht halt dann sein Herz nicht mehr mit, ne? Ich fand auch diese kurze Begegnung in dem Gang, bevor Jamie dann reingeführt wird zum Blackjack, fand ich sehr, ich dachte so, hui, wo sie dann sich gewissermaßen verabschiedet haben voneinander. Ja. Das fand ich sehr emotional in der Stelle. Sehr emotional, wobei ich fand, Sam hat insgesamt schon besser geschauspielert. Also insgesamt in vielen, vielen anderen Szenen. Also mir hat die Szene von seinem Schauspiel her, wir suchen ja jedes Mal einen kleinen Kritikpunkt. Naja, irgendwas müssen wir ja aufziehen. Hat mir nicht ganz so gut gefallen wie sonst. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht auch einfach nur, weil er so alt wirkt, in Anführungsstrichen, und eigentlich ja die Szene schon uralt ist. Also, was weiß ich, keine Ahnung. Man weiß ja nicht, wann sie die Szene gedreht haben, in welchem Zeitraum, was davor war, was danach noch alles kam. Also die Szene an sich, die fand ich auch schon wichtig, weil sie ja nachher der ausschlaggebende Grund war, dass sich Sam dem Blackjack nicht hingegeben hat. Die Worte Jamie. Seines Vaters, ja, die Worte seines Vaters, die waren ihm ja noch so im Ohr und haben ihm die Stärke gegeben, eben da durchzugehen. Ja. Ja, aber naja, Schauspieler, mein Gott, vielleicht hat er nicht seinen besten Tag gehabt oder wie auch immer. Das ist ja auch wie immer Meckern auf hohem Niveau. Und, ja, ja. Aber wenn wir schon mal was suchen wollen, was wir nicht in den Himmel loben, was wir bei fast allen Sachen tun, was ja auch, wir lieben die Serie ja auch abgöttisch, das muss man ja dazu sagen. Ja, ich denke, das ist schon okay. Wir bleiben mal bei den Rückblenden, weil jetzt kommt nämlich die ich vergessen habe und eigentlich die allerwichtigste, die meistdiskutierteste Szene, glaube ich, ist bislang überhaupt, so ganz generell. Jennys Erlebnis mit Blackjack. Ja, einen riesengroßen Respekt vor Tobias, ernsthaft, meine Fresse, aber auch vor Laura, die das beide echt unwahrscheinlich gut gespielt haben, zum einen. Und man sieht ja wirklich mehr, als man möchte, man fühlt sich ja quasi fast ein bisschen mitvergewaltigt. Das ist jetzt positiv gemeint, auf das Spiel bezogen. Aber es war, also ich muss sagen, jetzt von Jenny die Reaktion, bravo, muss man sagen. Also, ja, da steht nun jemand vor allem, will einvergewaltigen und der packt sein bestes Stück aus und es funktioniert nicht, weil sie anfängt zu lachen. Es war sicherlich viel Hilflosigkeit und Hysterie dabei, aber ja, was bleibt ihr anderes übrig? Bleibt ja nur noch der, was ist ein Ausweg, ist es nicht für sie, aber sie macht ihre ganzen Hilflosigkeit eigentlich platt. Sie hat auch so gelacht, dass ich beinahe mitlachen musste. Ja. Und Tobias, naja gut, das war jetzt nicht die erste Film- oder Fernsehserie, wo er blank gezogen hat. Es wurde ja am Anfang von wegen, ja, das ist Attrappe und Fake, aber wie er dann wirklich zugegeben hat, das ist alles seins und ja.
Glauben wir nicht, okay? Also ich fand es jetzt nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein. Wer die Bücher liest und die Serie schaut, es waren ja so ein paar pikiert darüber, dass es so direkt gezeigt worden ist. Und ich denke, Friedrich wird sicherlich auch rausgeschnitten werden, aber gut, ehrlich gesagt. Es ist nun halt mal Bestandteil der Bücher. Ja. Und warum sollte man es dann komplett unter den Tisch fallen lassen, nur weil sich da jemand drüber aufregen könnte? Also, dann hätte man es auch gleich aus den Büchern rauslassen können. Aber es ist nun halt mal so und dann gehört es auch dazu, auch bei der Verfilmung. Ja. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm, muss ich ganz sagen. Nein, ich glaube, es kommen auch noch insgesamt wesentlich schlimmere Sachen. Ja. Spoiler. Ja. Also ehrlich gesagt, da finde ich manche Szenen mit viel Blut und Gewalt und Tod viel schlimmer als sowas. Ich gehöre zum menschlichen Körper dazu. Als einen leblosen Penis. Genau. Ja. Ist das so. Ja. Ja, es ist halt drin. Weil, wie war das, was im Buch ist, ist auch in der Serie. Dann können wir uns wirklich noch freuen. Genau. Und Tobias wollte auch hinter den anderen nicht zurückstehen. Die haben auch schon was gezeigt und er musste sich dort mit einreihen. Penne. Also Kate hat bedeutend mehr gezeigt. Ja. Ja. Genau, wir wollen mal ein bisschen mehr Gleichberechtigung hier reinbringen. Genau. Hallo. Ja, dann haben wir Quartalstag in Lallybroch. Und ein, also wenn man es mal genau nimmt, so ein bisschen, also Jamie ist ja schon so ein bisschen out of order. Ja. Also. Er versucht jemand zu sein, der er nicht ist. Er versucht, sagt eigentlich schon alles. Aber gut dargestellt, weil im Buch ist es ja ziemlich ähnlich beschrieben. Wie fandet ihr den Jamie, der sich da seinen Pächtern hingibt? Ja, er hat ja ein bisschen einen Höhenflug an dem Tag. Es liegt nicht nur an dem ganzen Whisky und dass er mit jedem Pächter da anstößt oder was, sondern schlichtweg ist er endlich in der Rolle, in der er sein wollte schon immer und auch vorgesehen ist. Und auch diese Großzügigkeit, die er da am Tag legt, Jenny liest ihm ja dann die Leviten am nächsten Tag, weil das ist natürlich auch wenig. Und es ist ein bisschen zu arg. Aber naja, gut, der Zahn wird noch gezogen. Dafür kriegt er am nächsten Tag ja dann den ordentlichen Kater. Genau. Nicht nur den, wir haben vorher noch einen besoffenen Ehemann im Ehebett. Ja. Fällt er da nicht aus dem Bett raus sogar oder schmeißt Kate ihn nicht raus? Ja, das ist noch eine Szene später. Aber er haut Kate irgendwie in der Claire ungefähr dreimal auf den Hintern und redet gällisch mit ihr und ist unwahrscheinlich lustig, denkt er zumindest. Ja, und er hat erlernt. Oh ja, er. Ja, es ist so was. Also, der Tag ist schon toll dargestellt. Muss ich sagen, auch das mit den Pächtern und so weiter. Also da wird Claire, glaube ich, auch klar, da sind viele Leute von ihnen abhängig und das Ganze drumherum. Also es wird ja auch das, was ich ja immer toll finde bei diesen Zusammenkünften, es wird ja auch das Leben. Und auch da sind wieder welche dabei, Pächter, die ärmer sind, andere, denen es besser geht. Und das finde ich gut auch von den Leuten her. Also es ist gut dargestellt. Mir hat auch sehr gut gefallen, wie Kate Claire dort angenommen wurde von den Pächtern und von diesen von den Frauen. Jeder brachte irgendwie eine kleine Aufmerksamkeit für sie mit einem Topf Honig, einem Blumentopf, irgendwas Gebackenes. Das fand ich auch schon sehr angenehm. Das zeugte auch von einem anderen Verhältnis aller Pächter zu ihrem Laird, als wir das von Burg Lioch schon gewohnt waren. Ja. Fand ich jedenfalls. Also ich hatte so den Eindruck, dass es da doch etwas familiärer zugeht, sicher auch der Tatsache geschuldet, dass es alles etwas kleiner ist. Während hier Laird Broch-Tuarach ja auf einer Schneise des und immer höher und immer weiter entfernte sich und Rücksicht auf Verluste. Er geht da ganz einsam einen Weg, von dem er gar nicht weiß, wo der hinführt. Und er ist da wirklich schon sehr abgehoben. Er ist sehr abgehoben, ja. Mhm. Er wird es jedem recht machen, aber das ist ja eine Sache, die kann nicht so gehen.
es liegen 4 Jahre dazwischen. Er weiß gar nicht, was da gehauen und gestochen ist. Und bringt da jetzt seinen Übereifer rein. Tja. Was er meint, tun zu müssen. Ja, genau. Ja, das ist ja auch das, was Jenny so ein bisschen aufstößt. Ich glaube, ihn hat ihn mal so ein bisschen, zwar so angeguckt, so von unten nach oben, ne, wie er da das Pachtgeld eingestrichen hat, aber im Grunde genommen ist es ihm, glaube ich, irgendwie habe ich so das Gefühl, ganz recht, dass das jetzt eigentlich jemand da ist. Und endlich mal Mann im Fräserhaushalt, hallo? Ja. Ja. Es prallt nicht mehr alles nur auf ihn ein. Besonders lustig fand ich ja den Morgen danach. Mit dem Kater. Mit dem fetten Kater. Ein Löwe. Ein Löwe. Jetzt sind wir jetzt nicht gemein oder so, aber naja, das ist ein bisschen recht, ne? Aber hallo, ja. Ja, davor war die Szene, Patricia, wo Claire ihn dann aus dem Bett geschmissen hat, um ihn die Leviten zu lesen. Den Tipp hatte sie dann ja von Ian bekommen, dass man das manchmal machen muss, damit die Frasers wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück sind. Ja, hat sie auch sehr schön gemacht. Ja, eindeutig. Ja. Ja, dann kommen wir ja mehr oder weniger auch langsam Richtung der Szene, wo zumindest die meisten weiblichen Fans, glaube ich, drauf gewartet haben. Jamie muss die Mühle reparieren, weil... Die Mühle am rauschenden Bach. Ja. Es klappert aber nichts mehr. Da klappern die Zähne allerhöchstens aufeinander. Ja, Jamie ist gerade im Wasser, als dann die Rotröcke plötzlich um die Ecke kommen und... Jenny, die ihn warnen will, mit Claire die Rotröcke ein bisschen ablenkt, nennen wir es mal. Ja, das war... Mir fehlen die Worte. Ja. Also schon als Jenny da angerauscht kommt, oh, habe ich gedacht, das wird jetzt eine nette Szene mit allem. Und dass natürlich einer der Rotröcke da noch darunter steigen will ins Wasser und habe ich schon gedacht, nee, oder? Oh, wie war das noch im Buch? Weil ich hatte mich damals eigentlich nur drauf konzentriert, ne? Auf Jamie. Aber es war, ja. Und dann, wie er wieder hochkommt aus dem Wasser, das ist natürlich für uns schön. Für Jenny weniger, weil sie das erste Mal erkennt, wie er sich rumdreht und er den Rücken zudreht, ja. Was er eigentlich durchgemacht hat, wegen ihr und auch ja, wie er doch eigentlich er ist ja nicht nur körperlich beschädigt, sag ich mal, sondern auch seelisch und ja, das wird ihr doch jetzt eigentlich mal erstmal bewusst. Auf einen Schlag. Ja. Aber nichtsdestotrotz hat es nicht geschmälert, dass Jamie, ja, mit Hand davor hat nicht viel verdeckt. Und dieses, Jenny, würdest du bitte dich umdrehen? Mir fallen die Eier ab oder so ähnlich. Ja, ja. Der Schwanz. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ich fand das auch, also die, von der Mimik her, von der Ausdrucksweise, als die Truppe da aufreitet und sie die Claire runterdrückt, dass sie sich erstmal auf Jamies ganze Kladderadatsch da setzen und dieser Gesichtsausdruck von Jenny in dem Moment, also das war doch göttlich, wie sie das da, ne? Also ich fand das sowas wie von herrlich, ja. Doch. Immer lächeln und winken, wie bei Madagaskar. Genau. Ja, wir könnten ja, wenn wir könnten, aber wir können ja leider nicht. Und dann kam der Dämpfer, dass der andere gesagt hat, der Vater von dem Hauptmann hat eine Mühle in Hemmschir. Da hatte sie ja schon Angst. Ja. Aber es ist echt schade, dass sie die rote Schwimmhose nicht geholt haben. Die rote Schlüpper! Die rote Schlüpper! Also ich konnte zwar mit dem Hemd gut leben, aber im Buch ist das mit diesem roten Schlüpper so herrlich erklärt, der hat fast gefehlt, ehrlich. Ja. Und aber auch. Gut, Sam nackig im Wasser hat's ausgerissen. Oh, genau. Ich dachte bei der Szene aber noch, so wäre das Wasser ein wenig höher gewesen, hätte er nicht die Hand gebraucht. Nee. Oder der Wasserstand insgesamt, ja. Dann hätte er nicht die Hand gebraucht. Hätte der Sam einfach kürzere Beine, wäre es auch in Ordnung. Ja, wäre die Knie hochgegangen. Sie hätten ja nur den Bach etwas aufstauen müssen. Aber ich fand auch. Aber dann hätten wir nichts zu gucken gehabt. Ach, das ist das schön. Die
Engländer waren aber auch wieder grandios. Wir sind hier in Schottland. Ja. Oh. Das ist nicht so möglich. Genau. Nee. Aber typisch Englisch wieder. Oh, ja. Habe ich gedacht, nein. Die Bemerkung musste jetzt noch sein. Ja. Und immer so schön von oben herab. So. So, jetzt sind wir an der Stelle, wo die Mimi nicht lesen kann, was sie aufgeschrieben hat, weil sie gekritzelt hat. Dann machen wir mit der nächsten drei. Die Szene mit Jenny und Jamie am Grab, wo sie sich dann endlich jetzt mal wirklich endlich nicht mehr in die Haare gekriegt haben, sondern endlich einfach versöhnt haben und endlich auf dem Stand sind, worauf wir eigentlich gewartet haben, weil eigentlich sind sie ein gutes Team. Eine gute Szene. Wie hat sie euch gefallen? Wie fandet ihr sie? Also ich hätte die beiden ja vorher so bei ihrem, ich weiß nicht nur einen Streit, sondern auch mehrere giftige Bemerkungen, da hätte sie schon ein paar Mal schütteln können. Es sind ja Sturköpfe, die Frasers. Also da gibt sich ja keiner was und nachdem Claire ihm ja da morgens klar gemacht hat, so, entweder es passiert jetzt was, du sprichst mit Jenny oder, ne, ihm gedroht hat, da denke ich doch, die Aussprache war natürlich nötig, also wie soll man unter einem Dach leben, ne? Also es sind ja auch ein paar Sachen an die Oberfläche gekommen, wie Jenny sich gefühlt hat die letzten 4 Jahre und ich glaube, ihm ist auch bewusst geworden, also dass sie auch einiges durchgemacht hat, nicht nur er, sondern sie ja auch, also es ist nun mal ja kein leichtes Los, ne? Und gut, sie hatte ihren an der Seite, aber schließlich war das ja eigentlich auch so, ja, dass es für sie eigentlich doch viel Arbeit war und viel Entbehrungen und so weiter. Und ja, so ist es dann eigentlich auch. Ich meine, hätte ja dann Jamie auch selbst drauf kommen können, oder? Ja. Das ist schon so ein bisschen schwer vom Begriff immer mal wieder. Ja. Manchmal steht er etwas länger auf der Leitung. Ja, nee, also man merkt auch schon hier, wie gesagt, dass Claire ihm erstmal den Marsch geblasen hat im Zimmer und dass Jenny aber auch in sich gegangen ist, weil sie eben den Rücken gesehen hat und sie konnte sich das vorstellen, dass das eben nicht von zwei Peitschenhieben, sondern da hat jemand richtig brutal voller Hass auf ihren Bruder eingeschlagen und das hat ihr auch zu denken gegeben. Und die ganzen, eigentlich diese Missverständnisse, die dort herrschten, sind ja auch zum Teil auch basierend auf den Gerüchten. Und Dougal hat ja da nicht ganz unschuldig ein paar Gerüchte gestreut, ne? Denn er wusste ja, dass das Kind von Jenny nicht von Blackjack ist. Das wusste er. Er hat da zielgerichtet ein paar falsche Informationen gestreut und Jamie ist kraft seiner Wassersuppe damit auch losgelaufen. Ja. Ich fand das auch sehr faszinierend, wie sie dann ihrem Bruder dann auch gesagt hat, dass sie eigentlich dachte, sie wäre an allem schuld. Mhm. An allem, dass an dem Tod oder dass sie ihm eigentlich die Schuld ging. Ich weiß es gar nicht, weil ich habe es nur im Englischen jetzt her gehört einmal, dass sie die Schuld am Tod, dass es ihre Schuld war oder dass es seine Schuld war. Ja, dass es aber eigentlich gar nicht ihre Schuld oder auch nicht die Schuld ihres Bruders war, dass der Vater gestorben ist, sondern weil er einfach halt körperlich dann überlastet war. Da dann erstmal wieder auf ein Niveau zu kommen, wo man sich miteinander einverstanden dann auch war. Also das fand ich auch sehr faszinierend, dass sie sich dann darüber auch mal ausgesprochen haben. Ja. Also nötig war es auf jeden Fall. Ja. Und es war der passende Ort. Ja. Okay. Ja. Auf jeden Fall. Ja, zu Hause dann im Schlafzimmer des Lairds. Ja, eine wirklich schöne Stelle aus dem Buch, auch wirklich schön in der Serie umgesetzt. Für uns alle wahrscheinlich dieses so ein bisschen. Ja. Ach, der Splitter im Hintern wäre auch nicht schlecht gewesen, von dem im Buch die Rede ist. Nö. Da gibt es einige Stellen, die noch was tun. Ja, es mag vielleicht ein bisschen schnulzig rüberkommen, aber im Grunde genommen ist es die Stelle, wo ihr albernen Vögel. Es ist die Stelle, wo Claire sich das zweite Mal richtig bekennt, ihn zu lieben. Also ich meine natürlich mit der Entscheidung, dort zu bleiben, zum einen, und mit dem anderen, dass sie da einfach sagt, ich liebe dich. Ich meine, was für ein Fortschritt, ne?
Ja. Naja, nach der tollen Liebeserklärung, die er ihr macht. Also, ich fand es schon, es war so typisch Jamie, so richtig vom Herzen und gerade raus. Und ja, Claire muss sich ja auch irgendwie, nicht, dass sie sich bekennen muss zu ihm, aber ich denke, sie hat sich wirklich verliebt in ihn. Und das wird ja auch immer stärker bewusst. Und jetzt. Ich meine, es war ja immer viel los, ob auf Burg Leoch oder jetzt, wo sie unterwegs waren. Jetzt kommt sie endlich zur Ruhe und kann auch ihre Gedanken ordnen und das wird eigentlich da gut rübergebracht. Ja, nicht nur die Gedanken, sondern auch die Gefühle werden geordnet. Ja, ja, ja. Sie fängt an, sich heimisch zu fühlen. Der Ort, das gefällt ihr alles, das Ganze drumherum. Und natürlich strahlt das dann auch auf das Gemüt von den beiden aus, ne? Mhm. Ja. Also zumindest glauben Sie an der Stelle ja noch, dass alles wieder gut wird. Tja, das glauben wir ja an dieser Stelle im Moment auch noch. Wir lassen Ihnen den Glauben erstmal. Ja. Mhm. Bis zur nächsten Szene, weil da haben wir quasi einen Cliffhanger. Mal wieder. Ding. Jetzt hatte ich bei der Review, glaube ich, von den Serienjunkies, die echt, ich weiß ja nicht, was die... Nein, ich sag's jetzt nicht. Die nicht so positiv ausgefallen ist. Ja, sie meinte so, ja, jetzt glauben die alle kommen zur Ruhe, aber nein, es kommt wieder ein Cliffhanger. Wie soll ich sagen? Also meine Meinung ist, also wenn wir Navy CIS gucken, oder wir gucken Monk, oder wir gucken, was weiß ich was, Flash, Arrow, Gotham, da passiert auch in jeder Folge irgendwas. Und es wäre ja irgendwie komisch, wenn jetzt nicht irgendwas passieren würde, weil dann, wir haben ja noch 4 Folgen, ich meine, irgendwie muss ja der Stoff gemacht werden, ne? Und sogar noch eine ganze Staffel wieder. Ja, beziehungsweise wir haben auch noch 7 weitere Bücher von dem Stand aus. Daher verstand, also ich habe dieses, ach, und jetzt kommt schon wieder ein Cliffhanger, und wieder muss was passieren. Ja, genau, es muss wieder was passieren, weil sonst würde es einfach keinen Sinn machen, dass die Serie weiterläuft. Genau, so wäre es ja auch abgedriftet irgendwie. Ja, also der Cliffhanger ist ein Cliffhanger eindeutig und ich weiß gerade auch noch nicht, also wir auch, glaube ich, alle nicht so, wie das jetzt weiterlaufen soll, genau, weil es scheint ein ganz klein wenig ganz anders wie im Buch, nicht ganz anders, ein bisschen wenig anders wie im Buch zu sein. Diana hat im Netz gepostet, dass diese Folge sehr wenig von dem enthält, was im Buch ist. Ja, dann ist ja meine Intuition richtig. Ja, genau. Dann freuen wir uns aber mal, weil das ist für uns auch neu. Ja, ich genau. Ich bin da offen für alles. Ja, genau. Und Sam hat auf Twitter geschrieben, dass das seine Lieblingsfolge ist. Oh ja. Pardon. Und dann muss man ein Auge drauf haben, ein ganz spezielles. Ja. Ja, also ich finde es nicht schlimm, dass da immer wieder was passiert, weil das ist Fakt in fast allen Serien so. Es wäre ja auch langweilig, wenn gar nichts passiert. Da guckt ja keiner mehr. Ja. Ja, und mit diesem Cliffhanger ist halt immer garantiert, dass die Leute die Woche drauf wieder einschalten. Aber sowas ist das Beste, was sie machen können eigentlich. Ja, also das heißt, wir freuen uns jetzt schon mal auf die kommende Woche und sind gespannt, was passiert, weil wir alle nicht so wirklich wissen, was passieren könnte. Was für uns ja auch echt... Also ich finde das gut. Ja. Es kursieren zwar schon diverse kurze Trailer über Folge 13, aber wirklich gelöst wird es in diesem kurzen Trailer auch nicht. Nee. Ja, was können wir denn abschließend mal zu dieser Folge sagen? Wir hatten jetzt, glaube ich, alle Szenen weitestgehend gehabt. Welche Szene wir nicht hatten, wo Ian mit Claire spricht? Ach ja, ja. Die Bilder anschauen im Haus, ja. Ja. Mhm. Ja. Wo Ian dann auch erklärt, dass er ihn damals gesund gepflegt hätte und nicht nur körperlich. Mhm. Und dass er gar keine Chance hatte, Nein zu sagen. Beim Heiratsantrag, ja, die Jenny abzuweisen. Jenny hat den Antrag gemacht und kurz darauf schon er wurde geheiratet. Das fand ich so cool. Also war quasi das ein bisschen wie Claire. Fand ich schön. Ja, es gibt halt ein bisschen mehr Einblick, wie die Frasers auch sein können, weil ja Jenny ja doch ein gutes Gemüt hat, was durchaus rausgekommen ist. Ich fand, wie soll ich das erklären? In der Folge kam Jenny sehr bissig gegenüber Claire herüber. Aber auch im Buch dauert es eine kleine Weile, bis die zwei sich zusammenraufen. Und zwar erst dann, wenn es um Jamie im Grunde genommen geht. Ja. Und so weit waren wir jetzt ja in der Folge noch nicht. Deswegen, weil das habe ich auch gelesen, dass viele so, und das war ja so eine schlechte Stimmung zwischen den beiden Frauen. Ja, das stimmt. Die Stimmung
die waren noch nicht. Das ist doch normal. Ja, ja, und ich meine, guck mal. Sie hat 4 Jahre lang hat sie dort mit genau. ihren das Regime geführt. Sie hat das Haus geleitet, sie hat die Pächter angeleitet und es lief alles, alle Entscheidungen hat sie getroffen mit ihren zusammen. Und jetzt kommt ihr Bruder mit einer Frau zurück. Eine Sasse nach, womit wir wieder beim Thema werden, ja. Und die wagt sich auch noch was zu sagen, ne? Nicht, dass die still ist, nein, die hat auch einen Grund zum Reden und tut das nicht doppelt. Und es ändern sich ja in dem Moment sämtliche Relationen. Ja, das stimmt. Ja. Also und die zwei sind sich halt doch sehr ähnlich, ne? Jenny und Claire. Ja, irgendwie schon. Ja. Also nicht nur, dass sie sich quasi um denselben Mann sorgen, sondern auch von ihrer Art her. Ja. Sofort ja, und gleich mit dem Kopf durch die Wand. Genau. Wenn ihr Sterne vergeben dürftet, wir können ja mal von 1 bis 10 machen, wie viele Sterne würde die Folge bei euch bekommen? Also bei mir wären es 8. Ich fand die Folge toll. Ich habe jetzt auch so 1-2 Sachen, wo ich gesagt habe, naja gut. Aber für mich persönlich hat Jenny die Folge dominiert, was ich toll finde, weil es ist ja immer schön, wenn neue Charaktere auftauchen in so einer Serie. Und ja, also 8 Sterne nach meiner Meinung wäre okay. Ja, da kann ich mich Christine auch nur anschließen, aus den gleichen Beweggründen, weil, wie gesagt, Jenny jetzt als neue Protagonistin diese Episode sehr gut getragen hat. Und wie ich schon gesagt habe, sie ist für mich die Jenny 1:1 aus dem Buch, wie jetzt dort im Film. Und ja, der Weg nach Hause, sie sind zu Hause, es ist ein steiniger Weg und wir lassen uns überraschen, wie alles dort vor Ort noch weitergeht. Ich vergebe auch 8 und 1/2 für Sam. Also ich hätte auch spontan 8 gesagt, das heißt, wir 4 sind uns nochmal einig, wie schön. Ja. Dann war's das für heute. Nächste Woche könnte es ein Momentchen dauern, bis der Podcast kommt, weil wir sind nämlich alle in der Welt verteilt in den Screenings. Beziehungsweise wir gucken für die Patricia mit, weil Patricia ja diverse Geburtstage zu feiern hat im Mai. Und Christine, ich und Conny und Cynthia, die jetzt bei dem Podcast, also Conny hat ja schon mitgemacht, Cynthia noch nicht so oft, sind in Hamburg beim Screening. Die Ingrid ist in Berlin, gell? Ja. Genau, mit den anderen Mädels und ein paar sind am Montag schon in München. Da gibt es eine Vorabpremiere von Outlander in so einem Kino. Und Diana ist da. Ach, da sind alle ganz aufgeregt. Was ist? Ja, sie ist wirklich da. Und deswegen können wir nicht ganz versprechen, wann wir dazu kommen, was aufzunehmen und zu gucken. Aber wir bemühen uns natürlich, es so schnell wie möglich zu machen, solange es unsere Zeit zulässt. In dem Sinne, tschüss. Jo, macht's gut. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.